Daniel, Matthias, Alexander, wie spricht man eigentlich richtig die deutschen Männervornamen aus? Das lernen wir heute. Bleibt dran! Herzlich willkommen bei Deutsch lernen mit Max. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Deutsch lernen mit Max. Ich bin Max aus Deutschland und ich helfe dir beim Deutschlernen. Hol dir jetzt mein kostenloses Videotraining zum besser Deutsch sprechen. Den Text zum Mitlesen findest du unter diesem Video. Wie heißen eigentlich die Männer in Deutschland und wie spricht man diese Namen korrekt aus? Wir sprechen gemeinsam die Namen der deutschen Männer. Komm, wir sprechen zusammen. Bist du bereit? Dann lass uns starten. Daniel, 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 Tim, 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 Elias, 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 Elias. Kevin, 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 Frank, 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 Bernd, 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 Lars, 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 Volker, 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 Felix, 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 Jochen, 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 Ingo, 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 Thorsten, 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 Norbert, 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 Jürgen, 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 Dirk, 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 Wolfgang, 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 Erik, 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 Steven, 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 Paul, 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 Ben, 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 Leon, 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 Jonas, 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 Adam, 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 Liam, 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 Philipp, 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 Martin, 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 Lukas, 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 Niklas, 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 Fabian, 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 Jakob, 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 Tom, 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 Julian, 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 Maximilian, 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 Maximilian. Super, wir haben es geschafft. Das waren die deutschen Männervornamen. Und sag mal, wie ist dein Name? Schreib deinen Namen unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir jetzt einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Und in dieser Playlist verlinke ich dir weitere tolle Videos zum Deutschlernen. Klicke jetzt auf diese Playlist.